Uwe von Uwe Guitar. Ich möchte heute mit euch nur über eine Sache sprechen, nämlich über die Frage, wenn ich Gitarre lernen will oder E-Gitarre lernen will, soll ich mir einen Lehrer nehmen, soll ich irgendwo Unterricht nehmen oder nicht? Oder reicht es, wenn ich mir irgendwelche Videos anschaue, mir zum Beispiel einen Videokurs irgendwo kaufe und den dann zu Hause einfach nachmache, mir die ganzen Lektionen einfach drauf schaffe, so nach und nach? Oder kann ich einfach irgendwelche Songs lernen? Kann ich einfach irgendwie nach Tabs lernen oder so? Oder ist es vielleicht doch sinnvoller, sich einen Lehrer zu suchen und von vornherein richtig von der Pike auf das alles gezeigt zu kriegen? Was ist besser? Ich als Gitarrenlehrer könnte natürlich jetzt sagen, ja, ich muss Geld verdienen, deswegen müssen natürlich alle Schüler Unterricht nehmen. Aber das ist gar nicht der Grund, sondern ich habe schon so oft erlebt als Lehrer, dass ich Schüler hatte, die zu mir kamen und einfach, ich habe schon in der ersten Stunde gesehen, die haben bestimmt 5 Sachen falsch gemacht. Wo ich sofort gesagt habe, oh, das ist falsch. Falsche Handhaltung, falsche Plektronhaltung, viel zu verkrampft gespielt mit viel zu viel Kraft, falsche Fingerbenutzung bei Akkorden, falsche Fingerbenutzung bei Tonleitern, der kleine Finger wird nie benutzt, das Thema Rhythmik wird auch ganz oft vernachlässigt und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man alles falsch machen kann. Und ich behaupte einfach mal nur, ein kompetenter Lehrer kann euch sagen, was ihr falsch macht und auch wie ihr das richtig machen sollt. Es nützt euch ja nichts, wenn ihr die Sachen falsch lernt. Also mit falsch meine ich nicht, dass ihr das dann nicht könnt oder so, sondern dass ihr dann spätestens, wenn es irgendwie schwieriger wird oder wenn ihr irgendwie schneller werden wollt oder wenn ihr irgendwie weiterkommen wollt, dann einfach an Grenzen stoßt, die sich ohne, dass man das richtig gelernt hat, einfach nicht durchbrechen lassen. Das ist das eigentliche Problem und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, nicht nach YouTube-Videos oder nur irgendwelchen gekauften Online-Videos oder so zu lernen, sondern auf jeden Fall euch jemanden dazu zu nehmen oder zu buchen, wo ihr eine entsprechende Rückmeldung bekommt. Das heißt also, wo ihr demjenigen das vorspielt und der sagt euch, das ist so und so und so und berät euch, wie ihr, ob ihr das richtig macht, und wie ihr das besser machen könnt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das sage ich einfach, wie gesagt, deswegen, weil ich schon so viele Schüler hatte, die bei mir Unterricht genommen haben oder bei mir Unterricht nehmen wollten, zu einer Probestunde gekommen sind, wo ich einfach erstmal ganz viele Sachen korrigieren musste. Und das geht zum Teil sogar so weit, dass das Jahre dauert, bis Sachen wieder raus sind. Ja, angenommen, jemand spielt schon 3 Jahre, hat nur nach Songs gelernt und hat nach YouTube-Videos gelernt oder nach anderen Videos, was weiß ich. Je länger ihr Sachen falsch übt, desto schwieriger kriegt ihr das wieder raus. Auch mit Lehrer wird das dann eine ziemlich lange Zeit dauern, weil so jemand hat das dann so verinnerlicht, dass selbst wenn er dann die richtige Anleitung bekommt und das regelmäßig überprüft wird, der trotzdem ziemlich lange braucht, bis er sich da umgewöhnt hat irgendwie. Und deshalb sucht euch jemand, der euch auf die Finger guckt. Und zwar nicht der Kollege von nebenan, der halt auch schon mal ein bisschen Gitarre spielt, sondern ein Lehrer. Weil der Vorteil eines Lehrers ist einfach auch der. Und der Lehrer, der kann eben nicht nur C-Dur und G-Dur und ein paar Akkorde und vielleicht ein bisschen Pentatonik oder so, sondern der hat schon den ganzen Entwicklungsprozess vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen komplett durchgemacht, ist schon selber an viele Grenzen gestoßen und weiß, wie man die überwindet. Und von dieser ganzen Erfahrung eines Lehrers profitiert ihr von der ersten Stunde an. Darüber müsst ihr euch klar sein. Deswegen bringt es auch nichts zu sagen, ach ja, der Lehrer, der kostet nur 10 Euro pro Stunde, gehe ich zu dem, der wird mir schon reichen, ich will ja eh nicht viel lernen. Ja? Aber ich sage euch, der Lehrer, der 100 Euro im Monat kostet, der ist wahrscheinlich sein Geld auch wert. Und zwar deswegen, weil der wesentlich mehr Erfahrung hat mit Schülern und wesentlich genauer weiß, warum man von Anfang an Dinge so oder so machen sollte, weil später rächt sich das dann nämlich, wenn man sie nicht so gemacht hat. Tut euch also selber den Gefallen, spart bitte nicht am falschen Fleck, sondern sucht euch lieber jemand, als dass ihr es nicht tut.
Natürlich gibt es zu dem Thema noch mehr zu sagen, aber dafür mache ich dann nochmal weitere Videos. Ansonsten könnt ihr euch natürlich gern auf meine Homepage umgucken und wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden. Ich gebe natürlich auch Unterricht, auch Online-Unterricht. Und ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Mal und alles Gute!